Neben mir sind Polizisten in Flammen aufgegangen, weil sie mit Molotow-Cocktails beworfen worden sind. Warst du beim G20-Gipfel dabei? Leider nicht. Leider nicht? Leider nicht. Warum wärst du gerne dabei gewesen? Ja, ich hätte auch gerne Steine geschmissen und Sachen umgezündet. Warum willst du Autos anzünden? Warum werden Polizisten mit Steinen geworfen, weil sich Politiker treffen? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich bin Verfechter der Selbstjustiz. Wenn es sein muss, auch bis zum, ja, Tod der anderen Personen. Personen, die eben ACAB tragen. ACAB ist die Abkürzung für All Cops Are Bastards. Wie geht's dir damit, wenn hier jemand dir gegenüber sitzt, der übersetzt sagt, alle Polizisten sind Bastarde? Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und meine heutigen Gäste begegnen sich normalerweise in einer ganz anderen Atmosphäre. Ich treffe zum einen heute auf Punk. Punk bezeichnet sich selber als linksextremen Antifaschisten und er war bisher auf mehr als 50 Demonstrationen der linken Szene. Auf genau diesen Demos kommt er natürlich auch mit der Polizei in Kontakt, die bekanntermaßen in diesen Kreisen keinen besonders guten Ruf hat. Nach eigenen Aussagen wurde er von der Polizei schon öfter mit Gewalt bedroht, grundlos kontrolliert oder angezeigt, unter anderem wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Und ich werde heute auf Michael treffen. Michael ist Polizist und überwachte schon unzählige Demonstrationen von verschiedensten Gruppen. Dort muss er mit dem Hass leben, der ihm von Leuten wie Punk entgegenschlägt, und wie er genau damit umgeht, das wird er mir heute erzählen. Bevor es losgeht, könnt ihr natürlich diesen YouTube-Kanal noch aktivieren und die Glocke abonnieren, um keines dieser Videos mehr zu verpassen. Und wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr wollt mal mit dabei sein, dann meldet euch einfach. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Schön, dass ihr hier seid. Alles klar soweit? Ja. Ja. Bei dir? Ja. Ja. Noch sehr ungewohnt, aber ansonsten. Noch sehr ungewohnt. Alles gut. Ja, man hat ja nicht alle Tage so ein Interview, Kameras, Licht und alles. Aber ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die euch noch gar nicht kennen? Ja, ich bin Punk, bin mittlerweile 22 Jahre alt und bin in der linksextremen Szene und ja. Und heute hier? Ja. Okay. Und zu meiner Linken? Ja, zur Linken sitzt Michael, bin 50 Jahre alt, bin Leiter der Versammlungsbehörde in Hamburg, bin seit jetzt knappen 33 Jahren bei der Hamburger Polizei. Okay, ja, ich sehe schon, da sind einige Sterne, du hast vielleicht dementsprechend auch einiges zu erzählen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch und würde dich als allererstes gerne mal fragen, Punk nennst du dich heute, du hast gerade schon gesagt, du bist linksextrem, in der linksextremen Szene. Ist das dieser Antifaschismus oder also, wie heißt das genau? Die linksextreme Szene ist halt eine lose Szene, dort sind Antifaschisten drin. Theoretisch ist jeder, der gegen Faschismus ist, ein Antifaschist. Also nicht jeder Antifaschist ist in dieser linksextremen Szene drin. Aber dann wäre ich ja auch ein Antifaschist. An sich bist du das, ja. Aber du bist ja nicht in der linksextremen Szene drin. Okay. Aber trotzdem Antifaschist. Was bist du denn? Weil es gibt ja ich kenne die Linkspartei, die sitzt im Bundestag. Ich bin linksextrem. Extrem. Was heißt das für dich? Also gewaltbereit. Also egal ob gegen Sachen oder gegen körperlich Nazis angreifen oder halt auch Barrikaden bauen und Sachen anzünden, um meine Forderungen durchzusetzen. Also so, da gibt es dann keine echte Grenze so. Nein. Für dich. Warum bist du heute vermummt? Ich meine, wir zwei sitzen frei hier, aber was hat dich dazu bewogen? Ja, als Linker, sage ich jetzt mal, muss ich zum einen vielleicht mit Repressalien von der Polizei rechnen. Zum anderen geht die Gefahr von Rechtsextremen aus, die mich erkennen könnten und dadurch mir dann Gewalt antun oder auch Leuten, die ich kenne. Aber auch, es geht zum Beispiel auch Gefahr von einigen Linken aus, denn die linke Gruppe ist so zersplittert mittlerweile, dass es aus den eigenen Reihen Gewalttaten gegen die eigenen Leute gibt. Wie bist du selber dazu gekommen? Weil man kommt ja nicht auf die Welt und denkt sich, okay, ich bin jetzt linksextrem. Angefangen hat das 2015, 2016, als ich 15, 16 war. Als ich mich als Punk identifiziert habe oder dazu gekommen bin, dass ich Punk bin. Das ist ja eine Lebenseinstellung. Ja, und dann halt Leute kennengelernt habe, die auf Demos gegangen sind. Und so bin ich da halt dann in diese Szene reingerutscht. Das war halt so ein fließender Verlauf von überhaupt nicht in dieser Szene über Punk in diese Szene rein. Okay. Aber wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 22. Das heißt, seit 6 Jahren. 6 Jahren so richtig 6 Jahre, ja. Da mit dabei. Mhm. Würdest du dich selber auch als Antifaschist bezeichnen? Natürlich, ja. 100%? Ja. Okay. Was genau steht in deiner Strafakte jetzt aktuell? Also, außerhalb von Demo nur ein Ladendiebstahl, Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun, die ich vor dem Punksein hatte. Da war ich nämlich genau in der anderen Szene. In welcher Szene? In der genau anderen Szene. Du hast recht. Ja. Ich bin einfach von ganz rechts nach ganz links gewechselt. Ja, dann Landfriedensbruch, Vermummung, wobei das eher eine Ordnungswidrigkeit, glaube ich, ist. Nicht angemeldete Demos, also teilgenommen. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Eine Beleidigung hatte ich noch. Und du selber bist wie zum Polizisten gekommen? Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, aus familiären Gründen. Also mein Vater war bei der Bundespolizei. Der Weg zeichnete sich einfach so ab, dass ich den Beruf, den er ausgeübt hat, total interessant finde, dass er durch ganz Deutschland gefahren ist und spannende Sachen erlebt hat. Und wie er mir das erzählt hat, die Sportlichkeit, die damit zugehörte und der Beruf der Abwechslung, das fand ich total interessant. Und deswegen habe ich mich auch für den Beruf entschieden. Ich habe eben schon an sehr, sehr vielen Demonstrationen teilgenommen, die vielleicht gekippt sind und wo es eben gewalttätige Ausschreitungen gegeben hat. Nicht so gegen Sachen oder wo Barrikaden gebaut sind, sondern wo dann eben auch Personen oder dann auch wir als Mensch angegriffen worden sind oder als Polizist angegriffen worden sind. Krass, das hast du selber erlebt? Das habe ich selber erlebt. Neben mir sind Polizisten in Flammen aufgegangen, weil sie mit Molotow-Cocktails beworfen worden sind. Und heilige Scheiße. Das jetzt nicht nur aus einer Szene, sondern es gibt natürlich ganz viele Anlässe, warum man natürlich auf Demonstrationen fährt. Was genau hast du auf so einer Demo dann zu tun gehabt? Also ich habe ja in verschiedenen Positionen da gearbeitet. Einerseits gibt es dann eben das, wo man eben vorweg geht und aufpasst, dass da keiner reinfährt. Und dann gibt es eben auch Demonstrationen, wo die Polizei dafür da ist, diese Demonstration sowohl von innen als auch nach außen zu schützen. Ah, okay. Das heißt, jetzt in Extremen gesprochen, wenn Linke demonstrieren, dann schützt ihr sowohl die außenrum sind davor, dass Linke keine Gesetze brechen, aber die Linken auch vor vielleicht Rechten, die von außen angreifen wollen würden. Genauso auch andersrum, ja. Für was gehst du denn auf die Straße? Weil du warst auf mehr als 50 Demos, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also überwiegend waren es Demos gegen rechts, dann war es mal eine Demo gegen Polizeigewalt, eine Demo gegen Hausdurchsuchung, gegen Abschiebung. Warst du beim G20-Gipfel dabei? Leider nicht, war ich noch zu jung, ich durfte nicht. Leider nicht? Leider nicht. Warum wärst du gerne dabei gewesen? Ja, ich hätte auch gerne Steine geschmissen und Sachen umgezündet. Warum? Entschuldigung, man konnte das auch meine Reaktion mehr. Warum hättest du gerne Steine geworfen? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum ist da das Gut von anderen Menschen einfach falsch? Warum willst du dieses Gut angreifen? Warum willst du Autos anzünden? Warum werden Polizisten mit Steinen geworfen, weil sich Politiker treffen? Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, weil das die mächtigsten Politiker entscheiden über den Rest der Welt, über die armen Menschen. Und die Politiker sind alle weiß. Und die entscheiden über alle Menschen. So, weltweit, auch über Länder, deren Politiker dort gar nicht teilnehmen. Reicht es nicht, als Masse zu schreien, zu jubeln, zu skandieren, Plakate zu zeigen, bunt zu sein, laut zu sein? Warum muss ich das Auto von Herrn Müller in der Elbchaussee anzünden? Ich würde dort diese Gewalt auch nur gegen staatliche Institutionen einsetzen. Also gegen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo die sich getroffen haben, aber gegen das Gebäude, gegen die Fahrzeuge der Politiker und ja. Hast du Kinder? Ja. Ich kann nicht verstehen, was du da für dir daraus erhoffst, wenn du jemanden wie Michael, der dann seine Schicht hat und dann wieder nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern fährt, so seine Uniform auszieht und dann nehmen die Kinder den in den Arm, warum man so jemandem dann Steine an den Kopf wirft, in der Hoffnung, dass sich dadurch irgendetwas ändert. Ja, ich sag mal so, also die Linken haben es ja wohl schon jahrelang versucht, irgendwas zu ändern, so an diesem Staat. Formulier mal bitte ein Ziel, was ihr tatsächlich verfolgt. Antifaschismus. Also das ist so das Ziel, was wirklich alle betrifft. So, was alle aus dieser Szene wollen. So, also, dass es kein Racial Profiling mehr bei der Polizei gibt, was mitunter vorkommt, sicherlich. Dass es bei Behörden keinen Rassismus mehr gibt, dass Menschen mit anderer Hautfarbe ihre Anträge später bearbeitet werden oder so. Dass Menschen, ja, die anders aussehen,
häufiger kontrolliert werden in Läden oder sowas halt. Das sind alles Sachen, über die man reden sollte. Aber genau das meine ich, über die man sprechen sollte. Ich tue mich halt so schwer damit, dass wenn ich glaube so fest daran, dass wenn man immer weiter irgendwie liebevolle Botschaften raussendet, dass man dann am ehesten irgendwie Liebe zurückbekommt, irgendwie das zurückbekommt, was man sich eigentlich wünscht. Während wenn ich irgendwo draufschlage, zu erwarten, dass dann irgendwie was Liebevolles zurückkommt, das weiß ich nicht. Ich habe das noch nie in meinem Leben zumindest erlebt, dass es funktioniert. Aber ich bin trotzdem jetzt an der Stelle auch mal gespannt auf die Meinung der Zuschauer. Habt ihr selber schon mal irgendwie so Erfahrungen gemacht, die Punk heute berichtet hat, und habt das Gefühl, es muss sich irgendwas ganz deutlich ändern? Was ist das aus eurer Sicht und was ist aus eurer Sicht der effektivste Weg, um dieses Ziel zu erreichen? Für was für Geschichten wärst du denn bereit, selber zu kämpfen, also jemand anderen zu verletzen oder Dinge kaputt zu machen, aber vor allem auch Menschen irgendwie Leid zuzufügen? Gegen Rassismus. Wenn jetzt ein Mob aus 10 gewaltbereiten Nazi-Hools irgendwelche Minderheiten jagt, dann würde ich da auch gewaltbereit reingehen. Das gleiche auf einer Demo, wenn irgendwo eine AfD-Demo oder irgendeine Demo des rechten Spektrums ist, und dort dann Teilnehmer dieser Demo aus der Demo ausbrechen und andere Migranten oder andere Minderheiten jagen, wie das ja einmal in Chemnitz der Fall war. Auf der Demo gab es dann, erst war sie friedlich die ersten paar Stunden, und dann wurden, als sich das so ein bisschen leerte und nur noch die Hardcore-Demo-Teilnehmer dort waren zum großen Teil, wurden dann Nazis gesehen, und dann ist ein Block aus mehreren hundert Mann denen hinterhergerannt. Und natürlich haben das Polizisten mitgekriegt und sind dann gleich mit der Pferdestaffel und 2 Wasserwerfern und diesem Räumpanzer vorgefahren und haben uns in einem Kessel eingekesselt zwischen 2 Gebäuden und uns dort 5 Stunden festgehalten. Warum haben die das gemacht? Weil wir natürlich aus unserer Demo ausgebrochen sind, um eine andere Demo zu stören. Und natürlich, weil wir andere Demo-Teilnehmer angreifen wollten und auch andere Straftaten begangen wurden. Es wurde auch Pyrotechnik gezündet, wie ich gehört habe. Ja. Und deswegen wurden wir halt gekesselt. Und warum wurde nicht auf den Staat gewartet, dass der einschreitet? Bitte? Wenn bei den anderen Straftaten begangen worden sind, so warum wurde nicht der Polizei Bescheid gesagt? Ja, die Sache ist, wenn man so ein Block aus 100 gewaltbereiten Leuten ist, die nicht sehr viel von der Polizei halten, wird natürlich die Polizei nicht zur Hilfe hinzugezogen. Ist das dann richtig so, Selbstjustiz zu üben, oder dass die Bevölkerung selber Justiz übt oder Strafe verübt? Ja, also nach meiner Meinung ja. Ich bin Verfechter der Selbstjustiz, weil in manchen Sachen einfach der Staat versagt, sei es dann deshalb, weil er viel zu überfordert ist, weil Gerichte überfordert sind oder auch einfach, weil Strafen überhaupt nicht angemessen sind. Und wo ist die Grenze? Inwiefern die Grenze? Ja, wo hört denn die Selbstjustiz dann auf? Nicht nur körperliche Gewalt, sondern wenn es sein muss, auch bis zum Tod der anderen Person. Also wenn jemand sagt, ich bin rechtsextrem Nazi und irgendwie gefährlich, dann würdest du ihn umbringen? Nicht, wenn er das sagt, wenn er Taten darauf folgen lässt. Also wenn er jetzt andere Leute angreifen würde aufgrund seiner Ideologie. Dann würde ich mich für die Leute einsetzen und notfalls auch es erstmal nur mit Gewalt versuchen. Aber wenn er halt nicht aufhören möchte, dann auch bis zum Äußersten gehen. Aber gilt das dann für jede Ideologie? Also wir sprechen ja jetzt nicht nur von politischen Einstellungen, wir sprechen ja auch womöglich von kulturellen oder religiösen Einstellungen, wäre das dann okay? Ich stelle mir das Bild jetzt gerade einfach so in der Stadt mal vor, wie das denn ausgeht, wenn jemand eine andere Meinung hat, ein anderes Aussehen hat und womöglich ein anderes Vorgehen hat. Werde ich dann sofort als Bürger selber aktiv und muss ich dann, ich bin jetzt dagegen und dann greife ich den jetzt an. Dann stelle ich mir vor, dann ist ein Rechtsextremer, der damit nicht konform geht, der darf das dann bestrafen, weil er handelt dann ja womöglich genauso wie der Linksextreme, der gegen die Rechtsextreme ist, der gegen Rassismus vorgeht. Und dann habe ich dann eine wilde Schlägerei auf der Straße, weil jeder seine Justiz ausübt. Und was? Ich kann mir das gar nicht, das bildlich bin ich da überhaupt nicht bei. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wäre die absolute Katastrophe, wenn wir alle diese Einstellung hätten. Wir können dann bis aufs Äußerste gehen. Und lassen den Staat da nicht mehr regulierend eingreifen. Der sich dann auch dazwischen stellt, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, sondern wir schützen ja alle. Ich finde das, ich glaube, du bekämpfst da Dinge,
mit Mitteln, ich finde das ganz schwierig, weil wenn du selber sagst, okay, das ist schlimm, dass Nazi jemanden jagt, der irgendwie schwächer gestellt ist, der Migrant ist, so, ist grausam. Die Lösung, den dann umzubringen, im Zweifelsfall, ist aber doch kein bisschen besser. Also jemanden, ist das irgendwie eine coole Art der Strafe oder irgendwie auch eine langfristige Lösung? Weil wenn du dann sagst, du antwortest mit Gewalt auf Gewalt, glaube ich, ändert sich wenig, oder? Ja, das Problem ist einfach, dass jetzt bei den Fronten links und rechts, die Fronten sind ja so verhärtet, da wird ja keine Front vorher aufgeben und da sich den Gesetzen beugen, sage ich mal. Die Fronten sind so verhärtet und die Gruppen so zum Teil so autonom und staatsfeindlich, dass da eigentlich von staatlicher Seite aus fast keine Repressalien mehr möglich sind, die da einen positiven Einfluss drauf haben. Ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, wenn mir irgendwas Übles passiert. Zum Glück bin ich da bisher weitestgehend von befreit gewesen, aber wenn mir was passiert, dann rufe ich die Polizei und habe schon das Vertrauen daran, dass irgendwas passieren wird. Bei dir sieht das irgendwie total anders aus. Vielleicht kommen wir dazu gleich noch, aber wenn wir über so Demos sprechen, denke ich natürlich jetzt, wo wir gerade auch in Hamburg sind, immer wieder an die Bilder, die ich, wie lange ist das her? Schon ein paar Jahre her, aber G20-Gipfel. Ich war nicht dabei, ich habe es nur gesehen und muss ehrlich sagen, ich war geschockt. Ich weiß auch noch genau, wie ich da vom Fernseher saß und diese Bilder gesehen habe, wie in Deutschland Autos brennen, teilweise Geschäfte, Häusereien zerstört werden und vor allem Menschen auf Menschen, Polizisten auf Demonstranten losgehen. Und mich würde interessieren, Michael, warst du da selber mit dabei? Ich war nicht auf der Straße. Aber ich war mit im Einsatz, aber in einer anderen Funktion. Habe aber zum Beispiel diese Bilder der brennenden Autos tatsächlich auch vor Augen, weil ich da morgens eben im Dienst war und mir das durch Videoübertragung angucken konnte. Tauchten auf einmal Personen auf, die die Elbchaussee am Hafenrand in Brand gesetzt haben. Als Demonstrationszug, sie sind wahllos durch die Straße gegangen und haben alles, was nicht nied- und nagelfest, eingeworfen und angezündet. Dann werden eben die Polizeibeamten begrüßt mit ganz Hamburg hast die Polizei. Oder mit Personen, die eben ACAB tragen. Und wo ich mir natürlich dann die Frage stelle, was soll das jetzt? Okay, das ist natürlich ein schwerer Start. Kannst du einmal kurz erklären, wofür das steht? ACAB ist die Abkürzung für All Cops Are Bastards. Also alle Polizisten sind Bastarde. Das ist natürlich eine deutliche Statement. Ja. Wie kommst du selber? Also du packst dir das hier gerade hin. Ich habe es vorher nicht gesehen. Ja. Aber du willst ja, dass man das sieht. Das ist deine Haltung. Das ist meine Haltung gegenüber der Polizei, ja. Wie kommst du dazu? Ich selbst wurde einmal, das war nach einer Demo, wurde ich in der Nähe meines Wohnortes in einem Park von, erst kam ein Streifenwagen und als die mich gesehen haben, sind die erst weitergefahren und keine zwei Minuten später saß ich bei uns auf der Bank am Park und dann kamen gleich zwei Streifenwagen an, beide mit Blaulicht und beide vor mir angehalten, die Polizisten raus, zwei Polizisten mich geschnappt, auf den Boden, in den Dreck, Knie im Nackenbereich gehabt und ein Knie auf dem Kopf. Ja, ich konnte nichts sagen. Die wollten nur haben meine Sachen genommen, haben alles durchsucht, um mein Portemonnaie und mein Perso zu finden und haben mich dann kontrolliert. Und die haben keinen Grund gesagt, warum sie jetzt dich überprüft haben. Also sie sind einfach aus den zwei Streifenwagen rausgesprungen und haben einen von der Bank runtergerissen und in den Dreck gedrückt. Ja. Für mich ist das immer schwer vorstellbar. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin 33 Jahre bei der Polizei. Ich kann natürlich nichts ausschließen, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe es persönlich noch nicht erlebt. Michael, jetzt ist aber in den letzten Jahren auch rausgekommen, dass es auch in der Polizei schwarze Schafe gibt, Menschen, die sich teilweise in WhatsApp-Gruppen mit rassistischer Veranlagung vereinigt haben und die laufen dann mit derselben Uniform rum. Und da würde mich interessieren, wie gehst du selber damit um? Weil ihr seid ja Kollegen und wenn du sowas mitkriegst, also ich weiß es ja noch aus der Schule, ist jetzt nicht so cool, wenn man dann zum Lehrer geht und sagt, der ist voll blöd gewesen, das stellt dich jetzt nicht irgendwie ins bessere Licht intern. Also diese falsche Kollegialität, die gibt es nicht.
Die habe ich auch noch nie kennengelernt bei uns. Sondern wenn irgendjemand, wenn ich feststellen würde, da hat jemand diese WhatsApp-Gruppe und da wird sowas verbreitet und ich erlange sowas womöglich selber, dann würde ich dagegen auch sofort vorgehen. Also ich würde auch zu meinem Vorgesetzten gehen oder ich würde zur Disziplinarstelle gehen und eine Anzeige stellen, dass sowas vorhanden ist. Und auch wenn der Bürger das mitkriegt oder mein polizeiliches Gegenüber das mitkriegt, es gibt so viele Institutionen auch außerhalb der Polizei, die oder außerhalb des Polizeigebäudes oder des polizeilichen Rahmens, wo man sich tatsächlich dran wenden kann und wo man dann eben nicht das Gefühl hat, so, da wird jetzt ein Polizist, ich sag mal, ich zeige jetzt einen Polizist an, aber mir sitzt selber ein Polizist gegenüber, sondern es gibt inzwischen Stellen, die außerhalb der Polizei angesiedelt sind, wo man hingehen kann und sagen kann, ihr, der hat was Falsches gemacht, den möchte ich gerne anzeigen. Was würdest du machen, wenn ihr auf einer Demo seid, unterwegs, ist eigentlich total friedlich und dann wird jemand wie Punk von Kollegen zusammengeschlagen und die sagen hinterher, ja, war jetzt ein bisschen überzogen, aber komm, lass mal einen Schwamm drüber machen. Und du bist am Ende der Einzige, der nicht dabei gewesen ist, aber du hast es alles gesehen. Nein, ich würde mich da, also das würde tatsächlich mein Gewissen nicht schaffen. Ich würde da tatsächlich eine Strafanzeige schreiben. Bei Straftaten muss ein Polizist tätig werden. Schon aufgrund der Gesetzeslage, ansonsten mache ich mich strafbar. Das möchte ich auch nicht, sonst habe ich dienstrechtliche Folgen. Und dann habe ich auch das Problem, dass wenn ich womöglich dabei erwischt würde, ja womöglich selber dieses Wappen verliere und dann eben das Recht nicht mehr verteidigen kann. Und das, ja, ist für mich nicht vorstellbar. Mich würde jetzt aber auch umgekehrt nochmal interessieren, was für Situationen du vielleicht erlebt hast, wo Demonstranten euch gefährlich geworden sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie ich schon sagte, also ich bin sowohl damals in Rostock-Lichtenhagen, Situation, die beide noch nicht kennen, damals bei den Ausschreitungen an dem Haus, wo Ausländer untergebracht worden sind oder Flüchtlinge damals untergebracht worden sind, wo wir mit sehr vielen Kollegen aus Hamburg dann zur Unterstützung hingefahren sind, aber dann eben auf dem Rückweg 20 gefehlt haben. Die waren dann eben nicht mehr dabei, weil die dann eben verletzt waren und noch ärztlich behandelt worden sind oder im Krankenhaus waren. Mein Helm selber kaputt war danach oder mein Helm schon mehrfach kaputt gegangen ist auf anderen Demonstrationen, meine Kleidung, dass ich Steine, blaue Flecken, dass ich mit Halskrausen nach Hause gekommen bin, dass ich blaue Augen hatte, dass ja, Steinbewürfe habe ich reichlich erlebt und die sind unangenehm und die tun tatsächlich, da kann man auch, und so wird das ja oftmals auch argumentiert, ihr seid ja gut geschützt, ja, wir haben Beine an, wir haben Suspensionsschutz, wir haben natürlich oben den Oberkörperschutz, aber es ist ja nicht alles abgedeckt. Ich bin ja nicht Robocop, sondern ich darunter steckt ja Haut und Fleisch und sobald es einen trifft, tut es weh. So das Gefühl, gleich auf eine Demo zu gehen und zu wissen, okay, es werden Steine fliegen oder es wird Gewalt geben, das hat man ja auch als Linker zum Beispiel. Also ich kenne dieses Gefühl auch, vielleicht in einer etwas anderen Form, weil mich trifft die Gewalt ja nicht zuerst, aber die Gegengewalt würde mich dann theoretisch auch mittreffen. Aber das war eine ganz interessante Aussage. Mich trifft die Gewalt nicht zuerst. Ja. Wen trifft sie denn zuerst? Die Polizei. Ja. Aber das ist ja eine ganz klare Aussage, warum die Polizei womöglich gezwungen wird einzuschreien. In welchen Situationen würdest du handgreiflich werden, also deine Gerätschaften einsetzen? Wenn jemand gewalttätig wird oder wenn Sachbeschädigung stattfindet oder ab was für einem Punkt? Also ich würde Gewalt einsetzen mit meinen Mitteln, die ich habe, einen Schlagstock oder eben auch Pfefferspray, wenn ich also die Rechte von anderen verteidigen muss. Das kann Gewalt gegen Sachen sein, das kann Gewalt gegen Personen sein und ich den Entschluss hoffe, dass ein anderes Mittel dann eben auch nicht mehr hilft, also ein womögliches Wegschieben oder ein Wegschubsen. Es kann auch eine Situation geben, wo ich nicht mehr zögere. Also wo ich natürlich sofort den Schlagstock einsetze. Und das sind dann eben die Situationen, wo es kein anderes Mittel mehr gibt, weil ich nicht mehr abwarten kann. Kannst du uns mal eine so eine Situation? Ich werde unmittelbar angegriffen. Nee, irgendwas, was du wirklich ganz konkret erlebt hast? Ich bin also mit bedrängt worden von Demonstranten, die auf mich zugegangen sind und mich geschlagen haben. Dann setze ich mal einen Schlagstock ein, um mich selber zu verteidigen. Okay, ich glaube, dafür ist er dann auch da. Und ich glaube, das ist ja auch für dich dann in dem Moment total nachvollziehbar. Ja, aber wir sind dann gerade in dieser Frage gewesen, wann würde ich das einsetzen? Da komme ich dann natürlich auf die Idee, warum werden Steine gegen Polizeibeamte eingesetzt? Warum ist das tatsächlich so? Warum müssen Polizisten mit Steinen beworfen werden? Das erschließt sich uns nicht.
So, warum wirft man mit Gegenständen, und da will ich jetzt nicht alle über einen Kamm ziehen, aber bisweilen mit Gehwegplatten, wie kann man einen Menschen mit Gehwegplatten beschmeißen? Ab einem gewissen Punkt der Gewaltbereitschaft ist halt die Hemmschwelle so niedrig, auch zum Beispiel potenziell tödliche Gewalt einzusetzen, wie halt so eine Gehwegplatte oder ein Stein, der potenziell tödlich sein kann. Man ist auf einer Demo, wenn man in diesem Block ist, in diesem Block aus komplett vermummten, schwarz gekleideten, einheitlich gekleideten Leuten. Man pusht sich gegenseitig so ein bisschen hoch, also die Stimmung hebt sich an und man sich als Einzelner denkt, die Polizei kann mich eh nicht verfolgen, wir sind alle komplett schwarz gekleidet, wir sehen alle gleich aus. Aber dann ist das okay, denjenigen da zurück, also zu treffen, der fällt womöglich um und dann ist das in Ordnung? Und was habe ich damit erreicht? Ja, die Sache ist, die Polizei schützt ja den Staat und die Verfassung. Und Leute, die diesen Staat und diese Verfassung ablehnen, wie Teil der linksextremen Szene das tun, die sehen natürlich dann die Polizei als Feind, weil sie das beschützt, was sie zerstören wollen. Und damit muss dann halt erst die Polizei zerstört werden. Lehnst du die Verfassung ab? Nein. Aber du musst ja Teile der Verfassung ablehnen. Sonst würdest du das ja nicht tun. Also zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ja, ich missachte sie in einigen Punkten tatsächlich, das stimmt. Und das Recht auf Eigentum ja offensichtlich auch. Ja. Also was sind denn Verfassungsgüter für dich, die du womöglich beachtest? Oh, ja, Artikel 1 natürlich. Steine schmeißen, also getroffen werden von einem Stein ist nicht die Würde. Also du verletzt nicht meine Würde. Als Verteidiger des Staates? Würde ich jetzt nicht sagen. Also die Würde würde ich verletzen, wenn ich noch nachtreten würde. Dich anspucken würde, wenn du am Boden liegst. Das wäre Würde verletzen. Aber du fühlst dich doch wahrscheinlich auch in deiner Würde verletzt, wenn die Polizei ankommt und dich einfach auf den Boden schmeißt und durchsucht. Dann fühlst du dich doch wahrscheinlich in deiner Würde verletzt. Nein. Aber du hast dich doch vorhin darüber beschwert. Also ja, irgendwas muss ja passiert sein mit dir. Das hat mich nicht in der Würde verletzt. Das hat mich eher traumatisiert, verängstigt. Okay, also ich glaube, der Begriff der Würde ist schon ziemlich klar definiert. Mhm. Wenn ich dir einen Stein an den Kopf schmeiße, ist natürlich deine körperliche Unversehrtheit zum einen, die ich damit gefährde, aber das ist natürlich auch entwürdigend, wenn ich Gewalt dir gegenüber anwende, dann respektiere ich dich auf keinen Fall. Also in dem Moment definitiv nicht. Also das musst du auch unterschreiben. Ja, okay, gut, also, dann in dem Fall ist es ja richtig. Ne, wenn die Verfassung irgendwie in vielen Punkten für dich dann doch so schwierig ist, du merkst halt, du sagst einerseits, die ist eigentlich zu achten für dich persönlich, für viele aus deiner Szene nicht, aber du schon. Mit deinem Handeln bist dann aber doch manchmal sehr deutlich dagegen. Ja, das stimmt. Das ist halt sehr oft ein Widerspruch. Wenn man in der linken Szene ist, sage ich mal so, widerspricht man sich gerne mal selbst. Michael, mich würde jetzt interessieren, du hast den Sticker von Punk gesehen. Wie geht's dir damit, wenn hier jemand dir gegenüber sitzt, der übersetzt sagt, alle Polizisten sind Bastarde? Ich halte diesen Gedanken inzwischen aus. Ich nehme ihn bisweilen auch gar nicht mehr für ernst, wo ich diesen Widerspruch auch einfach drin sehe, ACAB, weil ich mir durchaus eine Situation vorstellen kann, die auf dem Weg nach Hause passiert. Er wird überfallen. Der Familie passiert, was deiner Familie passiert, irgendwas. Wird angegriffen, es wird eingebrochen, das Auto ist geklaut, das Fahrrad ist geklaut. Und dann weiß ich, wer angerufen wird. Und das ist das, was das Ganze für mich dann auch unglaubwürdig macht. Weil in Teilen sind wir gut. Und auf Demonstrationen ist die Polizei schlecht. Hier sitzt Michael, du hast diesen Sticker. Findest du, das trifft auf ihn zu? Nö, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe in diesem Interview, nicht. Natürlich habe ich keine Erfahrung, wie er sich im Dienst verhält, ob er sich denn im Dienst regelkonform verhält. Wenn er das denn tut, dann trifft das natürlich nicht auf ihn zu. Dann ist er keiner dieser Polizisten, auf die das zutrifft. Okay, dann stellen wir uns vor, nächste Woche Großdemo, wieder G20. Du bist jetzt alt genug, sagst, ich bin mit dabei, voll motiviert. Jetzt kann ich endlich die Steine schmeißen. Ich sag mal so, auf einer Demo ist man jemand anders als privat. Also das gilt für uns meistens. Und viele von uns sehen die Polizisten auch dann nicht mehr als Privatperson, sondern als Polizisten. Und von daher wäre dann erstmal, dass er Kinder hat oder Familie, würde dann erstmal unter den Tisch fallen, sozusagen. Weil er in dem Moment Polizist ist für uns alle.
Er ist ein Mensch. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder bin ich das nicht? Ja, also biologisch gesehen schon. Ja, gut, mein Lieber, also schwer. Nein, natürlich auch als Polizist. Gut, vielen Dank. Das ist schon hart, also das muss ich schon sagen. Mich würde jetzt ganz brennend mal interessieren, was ihr da draußen denkt, was ihr Zuschauer vielleicht noch für Fragen habt, weil wir haben jetzt schon super vieles hier besprochen. Wir haben Michael gut kennengelernt, wir haben auch von Punk-Seite einige Geschichten erfahren. Gibt es irgendwas, wo ihr selber sagt, okay, da müssen wir mal noch drüber diskutieren, vielleicht sogar in dieser Kombination? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich denke, wir werden auch alle drei das Ganze verfolgen, was ihr da so schreibt. Und vielleicht müssen wir uns auch noch mal in so einer Runde treffen, um dieses Thema weiterhin zu besprechen, weil ich glaube, hier ist noch einiges aufzuarbeiten. Mich würde jetzt gegen Ende mal noch interessieren, was können wir denn machen? Weil die Situation, wie sie jetzt geschildert ist, ist total verfahren aus meiner Sicht. Ich habe irgendwie gar nicht so das Gefühl, dass hier so die nächste Demo dann friedlich verläuft und die übernächste und wir irgendwie wirklich in eine positivere Zukunft schauen können. Was könnten denn die Polizisten aus deiner Sicht tun, besser machen, damit es in Zukunft friedlich läuft? Solange keine Straftaten passieren, und das ist mein Appell auch an die Szene, keine Straftaten begehen, dann gibt es auch keine Konflikte mit der Polizei. Okay, das ist ja erstmal ein Statement. Was glaubst du denn auf eurer Seite? Wenn du siehst, dass hier wirklich Bereitschaft da ist, was denkst du, was würdest du auf einer kommenden Demo mit deinen Leuten vielleicht besser machen können, damit es halt nicht zu Verletzten und vielleicht irgendwann auch Toten kommt? Ja, nicht mit so einer Intuition reingehen, sich prügeln zu wollen, was wohl einige tun. Und einfach nicht mehr die Gesetze so übertreten, dass die Polizei eingreifen muss. Also weniger Sachbeschädigungen begehen und nicht aus dem Demoblock raus oder die Demo plötzlich verlegen, ohne dass die Polizei davon was weiß. Weil das führt dann natürlich zu Gewalt bzw. zu Maßnahmen von der Polizei aus. Ich glaube, dass bei dir einige Sachen vielleicht auch Klick gemacht haben, warum Dinge so und so verlaufen. Und vielleicht hat dir das heute mal die Möglichkeit gegeben, einen Menschen kennenzulernen, der da im Zweifelsfall mal gegenübersteht. Irgendwie ein junger Mann ist, der von Rechtsextrem wieder zu Linksextrem gewechselt ist und ja, heute vielleicht auch durch so ein Gespräch mal so ein paar innere Widersprüche hat kennenlernen dürfen. Und ich selber bin super dankbar, dass ihr das Gespräch so in der Form gemacht habt, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ist für viele Menschen da draußen ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche mir einfach, dass wir es gewaltlos schaffen, weil wir sind im 21. Jahrhundert. Es ist einfach so viel Technologie um uns herum. Wir sind so weit entwickelt. Und dann kommt es trotzdem dazu, dass wir uns da irgendwie bei so Straßenkämpfen auf die Nase hauen. Am Ende sterben Menschen, es kommen Leute zu Schaden. Also das kann nicht das Ziel sein. Danke euch beiden und danke auch an die Zuschauer, die bis hierhin zugeschaut haben. Ich bin gespannt auf eure Meinung und vielleicht sehen wir uns ja noch ein weiteres Mal. Schreibt gerne eure Fragen unten rein. Hier sind noch irgendwo ein paar Videos eingeblendet. Sucht euch was davon aus und zur Verabschiedung dürfen wir winken. Macht's gut.